Ja, wunderschönen guten Abend, Leute. Es ist Dienstag. Leider bin ich diese Woche nicht rausgekommen zum Fotografieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Ich stelle euch mal einen Teil meiner Ausrüstung vor. Und heute soll es um mein Filtersystem gehen. Filtersysteme gibt es wie Sand am Meer. Ich habe von dem hier, welches ich selber habe, bevor ich es hatte, noch nie was gehört. Deswegen, ich freue mich drauf, euch das Ding vorzustellen und ich hoffe, ihr auch und bleibt dran. Bis gleich. Ja, zurück nach dem Intro. Ich darf euch begrüßen. Heute Abend nehmen wir mein Filtersystem auseinander. In meinem Filtersystem, das kommt von der Firma H&Y. Da sieht man das, ja, man sieht's. Und zwar habe ich von der Firma, ist eine amerikanische Firma, habe ich vorher noch nie was davon gehört. Ja, der ganze Spaß beginnt natürlich, wie bei fast allen Filtersystemen, die ein bisschen was auf sich halten, nicht ganz günstig. Das heißt, ja, ihr zahlt in der Grundausstattung 439 Dollar. Ich habe damals, was so ungefähr 270, 280 Mark Euro entspricht. Und ja, habe ich mir damals bei meinem freundlichen Fotofachhändler in Konstanz gekauft. Und was ist da jetzt nun alles dabei in der Grundausstattung? In der Grundausstattung spiele ich schon die ganze Zeit dran rum. sind drei Adapter dabei. Diese drei Adapter sind wie folgt: 82 bis 77, 82 bis 72 und 82 bis 67. Dann ist einmal der Filterhalter dabei. Der Filterhalter, da ist jetzt bei mir hier drin schon der Polfilter verbaut. Der ist in der Grundausstattung leider nicht dabei. Den müsst ihr also extra dazu kaufen. Der Polfilter kostet zwischen 50 und 80 Dollar oder auch Mark, Mark oder auch Euro. Ich glaube, ich habe für den Polfilter 50 Euro bezahlt und ja, dann geht's weiter. In der Grundausstattung ist da noch ein ND8 dabei, ein ND64 dabei. Und ein Verlauffilter dabei. Verlauffilter mit dem Grauverlauf ND09. Also ja, für den Sonnenuntergang, für den schwachen Abendsonnenuntergang reicht es schon ganz gut. Wenn ihr natürlich noch richtig in die Sonne rein wollt und ihr braucht noch einen stärkeren Verlauffilter, dann müsst ihr euch den extra dazu kaufen. Was ich mir jetzt auch noch extra dazu gekauft habe, ist der ND1000 hier. Der ND1000 kommt mit so einer Neopren-Tasche. Das heißt, das ist also auch noch Spritzwasser geschützt und ja, eigentlich auch regen- oder wetterfest. Zusätzlich sind alle in solchen Plastikbeuteln drin. Also kann eigentlich nichts passieren. Was auch noch in der Grundausstattung dabei ist, habe ich jetzt leider aber nicht hier, weil ich das eigentlich immer in meinem Fotorucksack habe, ist ein schönes weißes großes mit HY-Aufdruck, tolles Reinigungstuch. Das Reinigungstuch ist spitze. Ich nehme das immer mit, ich habe das immer dabei und mache damit eigentlich auch meine Objektive vorne oder meine Linse vorne sauber und eigentlich die ND-Filter auch jedes Mal, wenn ich sie benutze. Ja, dann will ich euch doch mal zeigen, was ich an diesem Filtersystem so cool fand, warum ich mich damals dafür entschieden habe. Dazu R6 und das Sigma 2470 drauf. Das 2470 hat bereits schon einen Durchmesser von 82. Das heißt, wir können den Filterhalter ohne Adapter einfach nehmen und können den jetzt hier einfach oben drauf schrauben.
Ich finde die Schraubsysteme an und für sich finde ich sie gar nicht schlecht, denn ich bin gerne immer mal wieder so ein Schussel, komme dann da vorne irgendwie dran, ja, und wenn ich dann da vorne dran komme, würde mir bei einem Magnet, bei einer Magnetgeschichte das Ganze zu unsicher sein und ich habe da Angst, dass ich mir das von der Kamera runterschieße und dann liegt es im Dreck und im Umkehrschluss hat man nichts davon, nämlich nur einen Haufen Kosten. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte trotzdem was mit Schraubadapter und deswegen habe ich mich für auch für dieses System entschieden. Klar gibt es von von Haida und von Rollei und von K&F, was es da nicht alles gibt. Natürlich auch nicht zu vergessen Jaworski-Filter und so weiter. Also da, das ist übrigens auch jedem selbst überlassen, was er da für sich mag und was ihm da lieber liegt. Ich fand das System ganz gut, denn das System hatte es damals schon, woran mich auch der ein oder andere damals, die mit anderen Filtersystemen, ich nenne jetzt da bewusst keine Namen, fotografiert haben, beneidet haben. Denn das Filtersystem hier vorne hat erstens hier schon eine Abdichtlamelle drumherum. Das hatte damals auch nicht jedes. Das musste man dann extra draufkleben und musste da dann auch den richtigen Winkel finden. Und was sie mir nicht alles erzählt haben, ich kenne mich da leider gar nicht aus. Ich habe es nur mitgekriegt, was sie mir alles erzählt haben. Bei manchen Filtersystemen ist das wohl so. Und was ich auch schon cool fand, ist, ihr hört's, magnetisch. Ja, es fällt nicht runter, es ist magnetisch. Klar, wenn ich jetzt da rumschlag und rummache, dann rutscht es natürlich hoch. Aber hier ist an der Seite dann auch noch die Schraube zum Arretieren. Und jetzt ist mein Verlauffilter schön fest, rutscht nicht mehr nach unten und nach oben. Und ich habe den mir einmal eingestellt für den Bereich, den ich nachher grau ausgezeichnet haben will beim Fotografieren. Oder abgedunkelt haben will und dann kann es losgehen. Gleichzeitig ist der Polfilter hier mit einer Drehschraube verbunden und den kann man direkt hier an der Seite, wie bei anderen Filtersystemen auch schon, aktivieren oder deaktivieren. Genau. Und was natürlich jetzt auch noch ganz cool ist, was mir damals auch schon super gefallen hat, ist, dass die ganzen Filter, ja, alle auch noch zusätzlich Adapter magnetisch sind. Ja, ich zeige es hier nochmal. Plopp. Drauf, fest, sitzt, wackelt, hat Luft. Ich brauche also nicht mehr noch irgendwelche Sachen einschieben oder sonst irgendwas. Also während meine Kollegen beim Fotografieren immer mit Aufbauen und Einschieben und so weiter beschäftigt waren, habe ich kurz vorne angeschraubt, dran geklippt und fertig war der Lack. Deswegen fand ich es auch sehr cool. Und ihr könnt da natürlich nicht nur einen drauf klatschen, sondern ihr könnt hier der erste, ja, und wenn es euch beliebt, natürlich könnt ihr auch noch mehr draufhauen, umso mehr ihr belichten wollt. Jetzt sind hier insgesamt drei, ja, guck mal hier, da. Jetzt sind hier insgesamt drei mit dem Verlauffilter drin. Finde ich ganz cool. Und so geht es jetzt immer weiter. Wenn ihr da noch Lust habt, noch mehr oben drauf zu klatschen, dann macht ihr das und dann könnt ihr das tun. Und ja, deswegen fand ich es auch ganz cool. So, was gibt's noch zu dem Filtersystem zu sagen? Eigentlich im Prinzip, soweit ist es erklärt. Es ist ja auch nichts Neues mehr. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach nur dieses Filtersystem vorstellen, denn ich fand es damals echt ganz cool und ja, kannte es bisher auch nicht. Ich kannte nur die einschlägigen Hersteller, Haida, K&F, Rollei, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die waren mir geläufig, das war mir noch nicht geläufig
Und deswegen wollte ich das euch mal vorstellen. Vielleicht habe ich euch ja auch nochmal was Neues gezeigt. Vielleicht habe ich euch ja auch nochmal eine Alternative gezeigt, die ihr eventuell nutzen könnt, nutzen wollt. Und von dem her, ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, wie euch einen schönen Abend zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was ich noch... Tja, genau, jetzt kommt wieder das Rechtliche, was ich noch erwähnen wollte. Nein, ich habe hier kein Sponsoring. Nein, ich habe das nicht gestellt gekriegt. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich mache dafür, ich mache dafür Werbung, aber nicht bezahlt, sondern ich wollte es euch einfach nur zeigen und wollte euch dieses Filtersystem vorstellen. Also keine versteckten Kosten und ich verdiene daran auch nichts. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich hoffe, dann können wir auch wieder rausgehen, gemeinsam draußen vielleicht das ein oder andere Abenteuer erleben und gemeinsam wieder fotografieren gehen, ein paar schöne Bilder zaubern. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Glocke an. Ihr kennt das Spielchen, damit... andere auch meine Videos sehen, vielleicht hat es dem einen oder anderen ja so gut gefallen, dass er sich's auch kaufen möchte. Würde mich freuen, könnt ihr gerne auch mal unter die Kommentare schreiben, wie ihr das Filtersystem findet und welches ihr nutzt, würde mich natürlich auch sehr interessieren, welche ihr so habt. Vielleicht gibt es da ja auch mittlerweile schon bessere Filtersysteme, wie ich es hier habe. Und vielleicht ist da das ein oder andere auch dabei, das mich vielleicht interessiert, was ich in Zukunft vielleicht verwenden möchte, weil das schon etwas in die Jahre gekommen ist. Ansonsten schaut mal auf der Seite von H&Y vorbei. Ich denke, da ist das ein oder andere für den einen oder anderen dabei. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Euer Dennis.